Wir investieren viel für wenig Punkte, aber ich glaube, dass sich das auf lange Distanz irgendwann auszahlen wird und dass wir dann auch noch zu unseren Punkten kommen, die uns auch irgendwo zustehen, durch die Arbeit, die wir leisten. Und ja, wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir weiter gucken, immer weitermachen, und ich denke, dann wird das. Ja, natürlich. Freut mich, dass ich natürlich heute das erste Mal treffen konnte, aber wie schon gesagt, die Freude ist ein bisschen getrübt durch die Niederlage. Mich jetzt mehr gefreut, wenn ich mit dem Tor der Mannschaft weiterhelfen hätte können. Wir sind alle optimistisch, alle positiv gestimmt gewesen, und dann kommt natürlich so ein Spiel, verlierst du, und jetzt heißt es, du hast noch kein Spiel gewonnen. Das ist natürlich, am Ende wärst du an den Punkten gezählt, und da haben wir jetzt nur 3, und da müssen wir dran arbeiten, dass wir dann endlich den ersten Sieg einfahren. Jetzt geht es nach Hause, morgen wird trainiert, Montag dann nochmal, und dann geht es auch schon wieder weiter. Also wir werden unsere Fehler analysieren, und dann reicht das auch, und dann werden wir uns voll auf Schalke konzentrieren, und dann machen wir das.